Okay, wir können runter. Jetzt haben wir hier oben alles nochmal gedreht. Dass wir wohl jetzt da rein können? Nein. Können wir nicht. Kann man jetzt noch die Kugel berühren? Ja, können wir. Oh Gott. Es geht gerade kein anderer Weg, ne? Wir müssen die Kugel berühren. Wah! Wir haben schon mal eine Brücke da jetzt hingestellt. Jetzt müssen wir nur noch auf die andere Seite kommen. Irgendwie. Okay, die Kugel können wir nicht anfassen. Ich laufe nur mal schnell an dem Schatten vorbei. Hm. Oh, wir haben es geschafft. Zufall. Aber wir haben es geschafft. Aha, this should be very useful indeed. It is the great mage's account of how he imprisoned the witch in the grimoire. Let's see now. The magic of the sorceress was passing strong. Even with all my energies, I could neither conquer nor constrain her. And so I did conspire with a great enchanted beast that by its incorporation of a piece of the witch's magic, I might by my small strength subdue her. Thereupon was the witch imprisoned in a book and laid to rest in the Royal Library of Sniffelheim. As for the beast, it haunts the nearby Hexwood to this day. War das Jor? I see. So, even the greatest mage of the Age of Heroes needed the help of a magical creature to seal the witch away. Das war doch Jor, oder? A great enchanted beast? Well, you certainly met one of those in the Hexwood. That thing that was supposed to be the witch's pet. Oh? Tell me, what did this creature look like? Ja, ja. Hmm. A rounded white body with a golden mane. Two pointed tusks jutting from an enormous jaw. How can you have been so foolish? The monster you defeated was the very same one that kept a part of the witch's power sealed away. Warte mal, das heißt ja, dass sie jetzt noch stärker ist. Also jetzt wieder die volle Stärke. Ups. Upsi. It's not his fault. Queen Frizabel told us it was on the witch's side. She said it guarded her against intruders. Is this true? But why would Her Majesty say such a thing? Hold on. I'm sure I've seen that symbol somewhere before. Wasn't it on the front of the book the Queen was reading when we first met her? Ich sag doch, die ist böse. This? Why, this is the Sorcerer's Seal. It is a ward placed on all the forbidden books of the great library. Ah, das sind die Bücher, die wir nicht lesen konnten. Which means that book the queen was reading was forbidden. Wait. What if it was the book the witch was sealed away in? What if... Oh no. We need to go back to Sniffelheim and talk to the Queen.
I've got a feeling there's some funny business afoot. Die Königin ist wieder böse. Alle sind sie immer böse. Von der verbotenen Tat. Streng verboten, furchtbare Kraft der Zeit, Zerstörung, vernichten, alle sterben. Von Geistern und dem Reich des Jenseits. Bewohnt, bucht, vielleicht sterben. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns das merken müssen. Vor langer, langer Zeit, Zeitalter des Versammelten sich seht, ihr vergessen ein Volk, verloren die Zeit. Ich habe das Gefühl, jetzt mal ernsthaft, muss man das zusammensetzen und dann hast du einen richtigen Satz? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Ich mache hier mal Ofen, ne? Der Fahrt zurück zur Eingangshalle hat sich aufgetan. Richtig, richtig sprechen. Nicht nur Halle. Also ein runter. Wir könnten uns ja auch rein theoretisch. Können wir uns nicht teleportieren? Nach Firnland? Ich meine jetzt mal ernsthaft. Stoßen wir uns den Kopf? Nein, wir stoßen uns nicht den Kopf. Ach, Manno. Früher hätte man sich den Kopf gestoßen. Na, was hat die Königin davon? Was hat die Königin denn nur davon? Nur davon. Alter, das ist hier auch schon kaum noch. Du siehst ja gar nichts mehr. Die ist doch hier, die Königin, oder? Das ist so düster, sie muss hier sein. Lass mich mal ganz kurz einmal übernachten. Einmal heilen. Vielleicht. Ja. Wir haben so viele Gegenstände zum Schmieden neu. Aber jetzt nicht. Ich will heute noch gegen die Königin eigentlich. Verdammt. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das schaffen. Wir ruhen uns auch aus bis Tagesanbruch. Wir haben rein theoretisch nur noch so um die 10 Minuten. So im Bay. So, der Schneesturm hat nachgelassen. Das ist schön, dann können wir wieder was sehen. Oh, der Schneesturm kommt wieder. Scheiße. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nicht, da ist die Tür. Guck mal hier, die sind viel schlimmer jetzt eingefroren. Vorher waren die, jetzt sind sie richtig eingefroren. Also es ist schlimmer geworden hier drinne. Vorher waren sie ja nur eine Eisstatue, jetzt sind sie schon eine Eisstatue mit so einem Zacken. So, Königin, warum? Die muss doch eher, die ist, sag ich doch, die ist böse. Oh, there you all are. I'm so glad you're safe. I was so awfully worried about you. I didn't sleep a wink. You can drop the act now. Your Majesty. What? I knew it! That's the burn you got when I hit you with my fireball! You're not the queen at all! You're the witch! Oh, dearie me. It seems my secret's out. Es war so klar. What in the
Her Majesty was Crystalinda all along. Ah. Thank you so much for taking care of that pesky power plunderer for me. Now I'm bursting with energy again, just like old times. And I believe we have some unfinished business. The heroic Sir Hendrik may have escaped my icy embrace, but you won't get away so easily. I know the spell to seal her away again, but it won't work while she's at full strength. If you can weaken her, I'll see what I can do. Ja, gegen die Hexe. Frosthilda nähert sich. Hallöchen, Babymann. Will erst, wenn wir nicht uns bekämpfen, sondern feurige Liebe machen. Ich hab keine Ahnung. Ist doch bestimmt eiskalt. Krisch eh ne. Hey! Ich würde gar nicht als Schneemann viel besser aussehen. Okay. Warum finde ich denn das lustig? Lass mich mal ganz kurz Schwächung machen auf sie. Bitte klapp. Na, kacke. Du machst mal ganz kurz die Fähigkeit gerechter Regen. Einfach für die Mehrheilung, die dann reinkommt. Der Schneemann da. Hallo, bin wieder da. Ah, Stoßwirbel werde ich leider voll vernichten. Autsch. Autsch. Wir müssen Veronica erstmal wieder hochholen. Bam, da hast du 170 Schaden. Mal sehen. Das macht mehr Schaden, wenn wir normal angreifen. Einfach wieder Stoßwirbel. 227. Ich bin ein Schneemann. Let there be snow. Und dann wir gehen häufig daneben und ihre Eisresistenz ist gesunden, okay? Ich weiß nicht, ob das klappt. Ja, es hat geklappt. Nice. Jetzt wirst du sterben. Jetzt bist du tot. Bam. Ja, das macht so schön viel Schaden, ey. Alter. 422 Schaden auf einmal, Alter. Die hauen wir aber auch weg gerade. Das ist unfassbar. Ich finde das so geil. Die hat so überhaupt gar keine Chance. Oh, sie ist schon tot. Wir sind so unfassbar stark, Alter. Ah, schön. Ja, 8000, die war total easy. Die hat noch nicht mal irgendwas gemacht. Ah, schön. Oh ja, Veronica können wir wieder neue. Oh, Bodo. Schnarch. Oh ja, na gut. Serena geht auch Level up. Alle gehen, glaube ich, Level up, oder? 8800 ist so ein Ding, wo, glaube ich, jeder Level up geht jetzt erstmal. Natürlich nicht jeder, weißt du? Hatte Veronica, wollte ich gucken. Die ist auf Peitsche halt einfach so unsagbar stark. Ja, gelegentlich Lehn brauche ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Eisresistenz, Feuerresistenz, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Mehr geht nicht, ne? Ne, mehr geht nicht. Erde. Case wollten wir was machen? 16, 16, okay. Das wäre Falkenhieb. Dürfen wir. Wie oft greifen wir mit Falkenhieb dann an? 1000 Mal dann irgendwann? Da sparen wir gerade mal drauf.
your face. Now, Snorri, use the sealing spell. Okay. Here goes. Pella, Mella, Fell and Feller. Fabula Ferocious. No. Stop it. Please, anything but that. Vielleicht wären die ganzen Leute ja auch nicht so böse, wenn wir denen das nicht immer antun würden, oder? Helter, Skelter, Bind and Belter, Anima Atrocious, Lieber, Claustra, Kabbalistic, Hex. I wonder how this word is pronounced. Snorri, what kind of scholar are you? Pull yourself together. Yes, I remember now. Lieber Claustra Kabbalistic Hexbialidosus. Das kann doch keiner aussprechen. No, no, please forgive me. I'll do anything. I'll change my ways, I promise. Ach, die Menschen ver... Die ist alles ganz normal geblieben. Schick. Außer die Berge im Hintergrund. Ich glaube, das ist jetzt die richtige Königin, oder? Where am I? Your Majesty, is it really you? Now, the witch trapped me in that book and pretended to be me, didn't she? Thank goodness. For a moment there, I was worried the ordeal might have muddled your memory. Fear not, Your Majesty. The witch is sealed away once more. Your Majesty, we've been searching for you everywhere. Please, you must come back to the castle. The Chancellor is beside himself with worry. Thank you so much for saving my kingdom. I must see to it that you are justly rewarded. Oh ja, ich weiß genau, was ich will. You need the blue orb, don't you? Nein. I heard you talking about it from inside the book. Come and see me at the castle. I will gladly give it to you. Nein. Ja, dann nehmen wir die blaue Kugel. Oh, Mann. As for the grimoire, Snorri, why not give it to me? Hold on a minute, Your Majesty. I don't think you understand just how dangerous that book is. You should let us take care of it. Yes, of course. Ziemlich devot, die Frau. Sexy. Was? Yes! Another orb to add to the collection. Come on, let's go to the castle and get our reward. Here, I'll let you keep hold of this. Ich muss das scheiß schwere Buch tragen, natürlich. Kester hält das Zauberbuch der Hexe. Hätte man nicht mit ihr verhandeln können und eventuell gegen den großen Bösen ihre Macht einsetzen können? Für Leute, die mit mindestens 3000 Gold am Leib durch die Gegend ziehen.
Das sind wir, okay. Bot 1000. Ja, damit würde ich aber sagen, suchen wir erstmal hier die Kirche auf, denn wir machen heute nichts mehr anderes außer speichern. Einmal links gucken, einmal rechts gucken, aber wie man es kennt, die Kirche. Die Kirche ist immer leer. Gibt nichts zu holen in der Kirche. Nicht immer mehr in der Knabenstube, da. Gut, dann speichere ich jetzt. Und verabschiede mich von euch. Schön, dass wir die Hexe noch so einigermaßen schnell besiegt. Also wir haben sie echt schnell besiegt. Also jetzt mal ernsthaft, wir haben die ganz schön weggerotzt, die Alte, ne? Also, die war ein bisschen sehr schwach gewesen dann. Nachdem wir einmal ihren Schwachpunkt erwischt haben, beziehungsweise einmal Schwächung auf sie drauf war, und dennoch Veronica und Jade oder Jade gestärkt waren und dann ihre Multi-Angriffe, ne? Also, wie gesagt, Jade hat 500 Schaden gemacht. Veronica macht jeweils 250 Schaden mit ihrer Attacke. Das ist schon... Da gehen die schon ganz schön schnell down, die Gegner. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich krass. Aber gut, wenn wir so hoffnungslos stark sind und so gut durchtrainiert, dann ist das halt so. Ich kann da ja auch nichts für. So, nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir denn hier die Stadt in Frosthilda, in Firnland, Entschuldigung, Frosthilda war die Hexe, wenn wir die Stadt Firnland uns angucken. Ich muss nochmal ganz kurz. So, das war ein bisschen wichtig, dachte ich. Also das war jetzt doch schon wichtig. Nee, also wenn wir dann... Wenn wir uns denn... halte ich nicht aus. Wenn wir uns denn hier umgucken, uns unsere Belohnung abholen, die ja jetzt doch leider die, Verschwindest du kleine fette Knolle mal aus meinem Bild? Mann, die Leute hier. Nee, ja, doch. Ja, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also morgen wieder zum Livestream, ne? 18 Uhr, ihr wisst es ja. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Morgen 18 Uhr machen wir ja wieder den Livestream von Dark Souls, nicht? Von Dragon Quest, Entschuldigung. Dark Souls ist montags. Ich bin verwirrt. Jetzt verabschiede ich mich aber erstmal von euch. Und bis morgen dann, ne? Auf Wiedersehen und hey. Ja, ey lang. Nee, und ciao. Tschüss.